Guten Morgen, Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Wir haben jetzt genau 8 Uhr. Wir mussten ganz schnell unser Koffer packen. Wir haben gestern Abend spontan entschieden, uns eine kleine Auszeit zu nehmen, einen kleinen Urlaub zu machen. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, komplett geputzt. Ich habe Dennis gesagt, er kann schlafen, weil er muss gleich 6 Stunden fahren. Dann kann ich während der Fahrt schlafen. Wir packen jetzt ganz schnell unser Koffer und nehmen euch mit. Let's go! Sie will auch mit. Und Dennis, wie fühlst du dich? Sehr gut. Also ich habe richtig Bock drauf. Ne? Okay, 5 Stunden Autofahrt, aber egal. Aber du hast geschlafen dafür. Ich habe geschlafen und die 5 Stunden Autofahrt, ich werde euch mitnehmen. Oh mein Gott, ich sehe einfach wie ein Junge aus. Auf jeden Fall, wir sind jetzt tanken. Wir haben Verpflegung geholt für mich. Grüne. Für Dennis, diese neue wollte er ausprobieren. Das neue? Ja, warum nicht? Wenn Red Bull da ist, man muss immer das neue probieren. Ich probiere das neue Energy. Damn! Oha, brutal, ja? Step 1, Kaffee holen. Was brauchst du noch? Was ich brauche? Strandalle. Ich hab mir einen leckeren Kakao geholt, plus einen Schokocroissant und dann ist Geflügelrolle. 380 Kilometer und ich bin tot. Die schläft einfach. Oh, dann geht's hier weiter. Sind wir da? Ja, wir sind da. Wir sind da in genau 102 Kilometer. Ey, ich hab 5 Stunden durchgezogen, ne? Mal gucken in jedem Hotel. Ja. Wow. Ah. Ich sitze immer noch im Platz, frische Luft sind wie Abgase. Hallo. Sogar mit dem Fernseher. Ich wünschte, ich konnte jetzt. Wir gehen jetzt raus. Gehen was zum Essen kaufen und nehmen euch natürlich auch mit. Und danach legen wir uns hin. Wir sind kaputt. Gleich sind wir im Einkaufszentrum. Aber es regnet ja. Wir verschwinden da, wo wir wohnen. Weil wir wollten stabiles Wetter haben. Ja. Wir kommen hier hin, auf einmal auch Regen. Aber ist nicht schlimm. Ja. Muss mitgenommen, ist so nach aus Prinzip. Sei ruhig, du musst dir gefallen lassen. Wir
Wir werden jetzt einen Döner uns gönnen und dann fahren wir ins Hotel, ruhen uns 3-4 Stunden aus. Wir sind angekommen, müssen unser Einkauf da in den Kühlschrank reinsortieren. Das hat schon Tisch gedeckt. Ja, jetzt wird gefetzt. Das war gerade dieser Döner. Döner macht's schöner, Mann. Das brauche ich Schönheit. So. Er fragt mich mal, oder Capture Busters Land, die trinke ich. Ich mach so, ich trinke einmal. Wupp. Das hier ist das Prachtexemplar. Bismillah. Okay, Leute, jetzt will ich auch essen. Guten Morgen. Ich bin jetzt wach. Dennis hat 4-5 Stunden auf mich gewartet, aber ich musste schlafen. Ich hatte die ganze Nacht nicht geschlafen, dann noch die Fahrt und dann... Das war mir einfach alles zu viel, deswegen habe ich gesagt, ich muss schlafen. Jetzt bin ich wach, jetzt will ich mich fertig machen, damit wir irgendwo was frühstücken können. Und der Herr hat sich hingelegt. Guten Morgen. Tschüss. Guten Morgen. Ich bin wach. Bist du wach? Ich bin wach. Wir müssen frühstücken. Ich habe gestern kaum gegessen. Außer? Ich habe auf dich gewartet. Burger aus Peter Pan. Ich war einfach so nervös. Ich habe nur einen Pullover mitgebracht. Ich habe eine Weste mitgebracht. Ey, Weste. Ich habe Weste angezogen wegen Autofahrt. Jacke vergessen. Ein paar Schuhe. Ein Pullover. Aber 5 Unterhosen, 5 Socken, kein Problem. Wir waren 3 Hosen. Aufgeregt, ne? Wir waren viel zu aufgeregt und jetzt gehen wir erstmal was holen. Ich brauche auf jeden Fall, ich kann jetzt nicht 4 Tage damit rumlaufen. Ja. Ich bin auch fertig, habe mich ein bisschen schick gemacht. Und genau, wir fahren als allererstes in die Stadt und dann werden wir zum Strand fahren und wir nehmen euch natürlich mit. Das ist unglaublich, es scheint einfach die Sonne. Ja, sehr schön. Aber meine Augen können das irgendwie nicht glauben. Werden wir doch als allererstes zum Strand gehen mit Dennis. Es scheint jetzt die Sonne und wir müssen, es geht nicht anders. Wir sind endlich da am Strand, endlich angekommen. Ich bin so glücklich. Ja, die Sonne scheint. Das ist doch nicht so kalt, wie ich dachte. Stellt euch mal vor, ihr seid jetzt gerade in diesen Strand am Gehen. Genießt das. Oh shit.